Schluck auf im Let's Play und damit geht es auch gleich weiter. Ich glaube, ich habe nämlich einen Fehler gemacht und zwar... habe ich ja eine Tasche übersehen. Der Trageriemen ist fest unter der Kugel eingeklemmt. Ich weiß nicht, ob ich ihn rausziehen kann, aber da sie so alt ist, habe ich auch kein Interesse daran. Ich werde sie durchsuchen. Mal sehen, ob ich etwas finde. Da ist eine volle Flasche mit irgendwelchem Pulver. Mal sehen, was auf dem Etikett steht. Stinkazol zur Schlangenabwehr. Merkwürdig. Was steht hier hinten? Das echte, wunderwirkende Stinkazol nach dem jahrhundertealten Rezept des legendären Dr. Jimmy Schlangentöter Canyon. Jetzt mit neuer, verbesserter Formel. 13% mehr Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff. Potenziert den abschreckenden Geruch. So hält der Gestank einer einzigen Flasche echten Stinkazols ihr Haus wochenlang von schlängelnden Untermietern frei. Nicht umsonst wird dieser Reptilienvertreiber vom Syndikat amerikanischer Abenteurer und dem Verein der Hausfrauen von Louisiana empfohlen. Sicherheitsvorkehrungen? Nach Öffnung nur auf 30 Meter Entfernung atmen. Der intensive Gestank der Dämpfe könnte den Geruchssinn dauerhaft schädigen. Das ist ja auch schön. Ja. Man sieht ihn mal von hinten. Aber nicht als Brian Basco. Sondern als... weiß ich gerade nicht mehr. Als den Franzose. Dann... es könnte klappen. Aber vorher müsste ich dafür sorgen, dass die... ja? Nein. Um 12,99? Das hat wenig Sinn. Ist das fast 13. Ein genialer Plan. Wenn ich unbedingt entdeckt werden will. Nein. Nein, noch eine Woche. Und meine Post bekommt Juckreiz. Dieser perversen Mörderin werde ich mit Sicherheit gar nichts schenken. Nein, du sollst das aber. Hey, das wäre keine so gute Idee. Dass mir die 37 nicht besser stehen würde? Negativ. Ah, dann muss ich bestimmt jetzt. Alles in Ordnung, Nummer 1? Nein, du bist da. Ich bin natürlich die Nummer 1. Wer denn sonst? So, jetzt beeil dich hier mal ein bisschen. Aber ja, sofort. Ja. Aber ja, sofort. Mach doch. Damit kann man die Plattform auf- und abbewegen. Ja, dann mach auch. Meine Güte. Oh. Ich sollte mal schlafen gehen. Fällt mir gerade so ein. Die 13 wird an mir hängen bleiben. So, ich glaube, ich packe jetzt dabei das bin hier. Ich gar nicht abergläubisch. Umso besser. Obwohl, eins ist mit. Weißt du, dass gute du Idee. Wenn ich die Flasche richtig platziere, könnte dieser köstliche Geruch nach verdorbenem Fleisch durch den ganzen Tiki-Tempel ziehen. Lecker! Ich kann diesen Punkt nicht überschreiten, ohne dass man mich entdeckt. Fein. Ich öffne die Flasche und verstecke sie in der Spalte. Scheiße! Rate mal. Mist. Du hast gesehen, was mit 17 passiert ist. Gott, ich muss Tarantula unbedingt um eine andere Nummer bitten. Die Flasche ist so alt, dass man sie nicht öffnen kann. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Typisch. Genau das habe ich vorhin. Oh, das ist jetzt mies. Dann nehmen wir, das? Ja. Das da rechts wird mir sehr nützlich sein, um die Decke zu öffnen. Boah! Nein! Oh, wie ekelhaft! Diesmal hat die Werbung nicht zu viel versprochen. Es riecht schlimmer als ekelhaft. Wenn ich sie nicht sofort wieder geschlossen hätte, wäre ich auf der Stelle gestorben. Schön. Also nehmen wir die Umbudel. Jetzt, da sie geöffnet ist, kann ich meinen Plan durchführen. Dann mach das doch mal. 13, 13, 13. Hör mal, waren die Apostel nicht? 12. Und jetzt kein Wort mehr.
Perfekt. Das hatte ich übersehen. Mann, was ist das für ein grauenhafter Geruch? Ist ja ekelhaft. Stimmt, aber wenn du andeuten willst, dass ich es gewesen bin, bringe ich dich um. Genial. Der Geruch verbreitet sich bis zum Tempel. Es funktioniert. Und wenn... Und jetzt packen wir die Spinne dahin. Ganz einfach. Das ist nur ein kleines Kapitel. Das zweite ist, glaube ich, das mit Abstand längste. Also wenn man alles weiß, dann ist das eigentlich einfach. Aber wenn man nicht alles weiß, dann ist es... Ja, es könnte funktionieren. Käse. Adelina wird dadurch in die richtige Richtung laufen, wenn sogar ich den ekelhaften Geruch des Stinkerzoolzeugs riechen kann. Daumen drücken. Wird schon schief gehen. Oh, geht. Komm, Adelina. Vertrau deinem Geruchssinn und geh dahin, wo es so schön riecht. Ah, eine Spinne! Adelina! Hol dir den Handschuh. Sie darf nicht entkommen. Dort. Sie ist ins Loch rein. Macht Platz, ihr Anfänger. Jetzt muss ich schnell machen, wenn ich nicht will, dass die Typen da unten mich erwischen. Mach. Schnell. Adelina, meine Schöne. Der rechte Handschuh ist der, der mich interessiert. Gut. Jetzt. Moment mal. Ich habe etwas gehört. Es ist Kurzmeier. Oh oh. Tarantula! Wo ist Pignon? Futsch. Weiß ich doch nicht. Was ist denn los, du Zinnsoldat? Bist du eifersüchtig auf einen Wissenschaftler? Halt's Maul, dieser verdammte zudringliche Kerl, der sich als Pignon verkleidet hat. Er hat die Überwachungskamera manipuliert und ist verschwunden. Zudringlicher Kerl? Deshalb kam mir sein Gesicht bekannt vor. Klar, jetzt kapiere ich. Vor kurzem haben mir meine Männer gesagt, dass laut Signal ein Eindringling in der Ruine war. Es schien unmöglich. Und ich sagte ihnen, sie sollten das Spürgerät reparieren. Wenn er also nicht hier ist... Muss er sich im anderen Saal aufhalten? Na los, Puppe, holen wir ihn uns. Schatz, man hat mich entdeckt. Oh oh. Hey, warte mal, meine Pistolen. Okay. Endlich etwas Action. Das nennt man Pech. Just als ich endlich den Handschuh für die Flucht habe, werde ich entdeckt. Wenn ich nur wüsste, worum es bei diesem Spürgerät geht,